So, hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der. Ja, ihr seht richtig, es ist lange her, aber ich kann euch mal wieder willkommen heißen zu einer Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Heute aber alleine. An sich, ich werde das Projekt jetzt regelmäßig wiederbringen und nicht alle 4 Monate. Aber eben alleine, weil wir einfach nie die Zeit zum Aufnehmen finden, weshalb auch so lange keine Aufnahmen mehr kamen. Ich kenne mich in dem Spiel zwar nicht wirklich aus, aber wird schon irgendwie schief gehen, sobald ich mich wieder an die Steuerung gewöhnt habe. Kann man rennen? Also ich habe natürlich nach 4 Monaten auch keine Ahnung mehr, wie genau die Stimmen waren, deswegen werde ich das Ganze jetzt so neu interpretieren, sag ich mal. Guten Morgen, Günther. Ich bin froh, dass wir gestern erfolgreich waren. Ja. Ich habe einen Regirock besiegt. Mit Only Flamely. Das weiß ich noch. Flamely ist schon in der Pokémoner. Weiß schon, wo mit Gardevoir. Vielleicht sollte ich auch hingehen. Wir sehen uns. Sobald du gelernt hast, wie man rennt. Hi, 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 hi. Joypad. Configure One. Button B ist X. War, oder war das so, dass man hier nicht rennen konnte, außer man macht den hier? Und war da nicht gerade irgendwas im Wasser oder bin ich blöd? Ah, hier. Das ist eine Sonnenuhr. Aha. Das habe ich bei Desume schon. Desume, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Schon vermisst. Die Vorspulfunktion. Yay. Gotta go fast. Gotta go fast, go fast, go fast, go fast, go fast, go fast. Ich sagte go fast. Kecleon-Markt. Wie viel Geld habe ich? Habe ich Geld? Ah ja, habe ich. Boah, ein paar Zitrusbeeren wären schon gut. Ich kann mir nur nicht gerade viele leisten. Aber wie man rennt, echt keine Ahnung. Willst du mich? Danke. Ja, hier oben war das. Hi. Was ist denn hier los? Hallo, Pikachu. Danke dafür, dass du das Rätsel von Fortune Valley gelöst hast. Hey, Günther. Zeig mal ein bisschen Respekt. Steh nicht einfach so rum. Halt's Maul, Flamely. Ja, geht schon, Gardevoir. Ich glaube, Flamby hat recht. Naja. Ihr müsst schon noch einen Rettungsorden mehr bekommen, um Missionen annehmen zu können. Ich hab noch eine Aufgabe. Echt? Ja. Also, wir haben hier ein Brief von Unbekannten. Die wurde im Bouquetfeld gefangen genommen. Den Namen finde ich toll. Also, wir sollen da hingehen und diesen Typen retten. Ja, und wir müssen durch die Sinister Woods gehen, um dann zu kommen. Hört sich nach dem Plan an. Wir machen uns fertig. Tschö. Ja gut. Was kannst du nochmal? Ah, das kannst du. Noch nichts. Du auch nicht, oder? Und du?
Naja, nicht mein Lieblingstrack. Also ich habe eh kein Geld oder sowas, um mir noch was zu kaufen, deswegen. Und ja, ich hier ein bisschen Platz rum. Ey, Günther! Oh, hi. Ich glaube, du solltest nochmal schlafen gehen für morgen. Ja, kann sein. Okay! Yeah! Ey, hast du gut geschlafen? Ja, irgendwie. Das Heu ist in meine Nase gekommen, während ich geschlafen bin. Naja, wir machen uns auf den Weg. So, okay. Einfach okay. Ich habe mein Schicksal schon akzeptiert. Oh mein Gott, es ist ein Hornli. Ich habe zu lange kein Pokémon gespielt. Das da ist kein Hornli. Und ich glaube, ich sollte andere Pokémon auch mal trainieren. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier der Flamly am stärksten ist. Wow, ich habe den Menüknopf ja richtig schnell gefunden. Ja, nee, Endivier ist höher, echt jetzt? Aber Pikachu nicht. Also ich selber eigentlich. Ich bin der Keck, der ich immer bin. Donnerschock. Mann, bin ich gut. Nichts drin. Nächstes Hornliu. Donnerschock. Oh mein Gott. Donnerwelle. Ha. Mann, bin ich gut. Die nächste Mystery Box. Es ist nichts drin. Stimmt. Ich war doch sogar schon mal hier in dem Dungeon. Kein Wunder, dass hier nirgends was drin ist. Sorry, ich bin einfach komplett aus dem Spiel raus. Okay, aus Mystery Dungeon aber nicht. Hier war doch letztes Mal das Finale, ne? Für den Fall, dass... Ja, und hier wieder so ein Kampf kommt. Ich hab keinen Bock auf neues Dead End. Warte. Diesmal kommt hier noch ein Pokémon. Auf die Schnauze, yeah. Ja. Jawohl, habe ich mich nicht verguckt. Eine TM. Ja, 06, schön, dass ich jetzt weiß, was das ist. Das ist... Toxin. Alle! Am ersten will ich es aber schon in Divier geben. Und zwar ganz schwere Frage. Ist jetzt natürlich fraglich, ob das so schlau war. Ich habe auch keine Ahnung, ob man irgendwie noch andere Pokémon kriegt in dem Spiel. Als die, die ich hier schon habe. Okay. Warte, wir heilen. Das ist voll komisch, hier die ganze Zeit eigentlich so zu rushen, ne? Aber andererseits ist das schon deutlich angenehmer, wenn man hier so springen kann. Hier war ich auch schon, oder? Ja. Ich wusste nicht mehr, ob vielleicht Schluss war an der Stelle, wo ich gerade war. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da dieser Bosskampf war, bei dem ich so auf die Schnauze bekommen habe. Der war schon... Oh, ein würdiger Gegner. Jedenfalls fast. Wobei ich auch sagen muss, dass mir das normale Mystery Dungeon noch ein Stückchen lieber ist, ne?
Aber ich will das hier schon durchspielen. Oh nein, hier war der Kampf, hier war der Kampf. Was war das? Diesmal ist hier aber anscheinend außer diesem Baumpel niemand. Und das Ding besiegt mich nicht. Nein! 10. TM 10. Das wäre... Oh! Eigentlich keine Attacke, die ich wirklich gern benutze, aber die kann jeder. Und Pikachu braucht noch. Und ich glaube, ich gehe richtig kacke mit meinen TMs um. Okay, nicht sehr effektiv gegen Flug. Vielleicht Pflanze? Ich glaube, das ist Pflanze. Ja, warum soll ich die Bären nicht mitnehmen? Vor allem die Sinelbären. Und ich könnte vielleicht mal... Na toll, ich habe nur 2, wirklich. Ich habe... Oh, von denen habe ich schon 20. Der hat schon was, das normale Attacken verstärkt. Oh, ein Pokémon, das ein ebenbürtiges Level hat. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oh, Level 12, easy. Ich glaube, hier war ich tatsächlich nicht bei meinem ersten Durchspielen. Warte, ich kann das jetzt ja mal gucken. Ja, der ist Typ... Das ist Typ Pflanze. Hi. Oh mein Gott, ein Critical Hit. Sehr gut. Die Pokémon hier sind mir ebenbürtig. Hier war ich auf keinen Fall schon vorher. Jetzt muss ich richtig kämpfen. Jetzt wird geschwitzt. Oh kacke, ich habe vergessen, den Laptop anzuschließen. Vergesst nicht, ansonsten beschwöre ich noch Satan aus der Hölle, wenn der Game Master kommt. Oh mein Gott, war das viel Schaden, Alter. Das Ding hat mich ja fast One-Hit-KO'd. Okay, die Zitrusbeere. Da ist eine Heilpflanze. Das Ding ist so low gelevelt, das schaffe ich One-Hit. Ich hasse mein Leben. Oh, ja gut. Es stirbt an der Verbrennung. Das Ding schaffe ich nicht One-Hit. Wenn ich jetzt gecrittet hätte, hätte ich aber ganz weit losgemusst. Bin ich einen falschen Weg gelaufen? Das nervt mich an dem Spiel jetzt schon wieder. Nein, nicht. Oh, falsche Attacke. Ich hab ja gar nicht Pikachu draußen. Und warum sind hier so fucking viele Heilpflanzen? Hier gehörst du auch mal. Du kannst gar nichts. Alter, das ist ein fucking Sonnenkern. Pikachu findet in einem Sonnenkern einen ebenbürtigen Gegner. So geht Level Farmen heute. Mal im Ernst, genau so sieht das aus, wenn Pokémon Emerald, was auch bald wiederkommen wird, auch wenn ich das Ganze aus der Nuzlocke rausnehmen werde, sondern nur zur Randomizer umwandle. So sieht das aus, wenn ich da Level farme. Genau so.
Ich glaube übrigens, ich bin gleich fertig mit der Ebene. Nee, nee. Ich weiß ja nicht, ob ich hier nochmal hinkomme. Eine Zitrusbeere. Und wo zur Hölle muss ich jetzt hin? Alter, das Ding outspeedet. Oder auch nicht, keine Ahnung, was war das? Ja, aber for real, wo muss ich denn lang? Wo gehst du? Willst du mich jetzt? Ich dachte kurz, ich hätte jetzt endlich den richtigen Weg gefunden. Und es kommt eine Szene. Aber stattdessen fragt er mich, wo ich hingehe. Das ist ein Gag, oder? Und ich weiß ja selber nicht, wo ich hingehe. Hilfe! Ja, Level up. Jetzt bin ich schon wieder hier. Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt bin ich wieder am Anfang! Was ist das? Bitte, gib mir eine Karte. Okay, es hat einmal nicht Synthese benutzt. Ja, von da komme ich. Klasse. Und wo genau muss ich jetzt lang? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und du hörst auf! Danke. Oh. Na toll. Jetzt renne ich hier in den Bosskampf, der jetzt wahrscheinlich kommt, oder was? Bei mir läuft heute. Du kannst ja nicht... du kannst nirgendwo hinrennen, Evoli, oder sollte ich Rose sagen? Warte was, dieses Evoli ist Rose. Tropius hat recht, wir hauen dich zusammen. Keine Menschen sollten hier sein. Oh Gott, nee, das ist Rose. Warum? Ja, wir müssen hier gar nichts erklären. Ja, guckt euch Deadman. Das müssen die anderen Teams sein, die dich jagen. Du bist am Arsch. Eigentlich versuchen wir das Pokémon da zu retten. Ja. Bist du behindert? Du weißt nicht, worüber du redest. Wir jagen dieses Evoli, weil... weil was? Ah, ist doch auch scheißegal. Hauen wir sie zusammen. Okay, lass mal zusammenschlagen. Wetten, ich werde jetzt zusammengeschlagen? Und warum glaube ich, dass Flemly hier gut wäre? Ich weiß es ja nicht. Aber ich bin overleveled. Overleveled kenne ich mich mit aus. Okay. Ich bin natürlich auch nicht geheilt. Ah! Willst du mich verarschen? Es ist... Jawohl! Erstes Vieh tot! Pikachu will Doppelteam lernen. Kann irgendwas raus? Na, im Moment brauche ich zwar Hidden Power nicht, aber ist mir lieber als Doppelteam insgesamt. Ein Level Up? Nee,
bleibe ich drin. Oh, ja, 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 Flemli ist der Bumser. Alles klar. Das ist verbuggt, die Anzeige. Nein! Ah, stimmt, der hatte ja keine Beere. Okay, jetzt ist es tot. Der hatte keine Beere. Ich habe keine Beleber. Sehe ich das richtig? Gibt es sowas wie Beleber? Bitte was? Seit wann habe ich solche Beeren? Ich glaube irgendwie. Sehr gut. Ich bin im Arsch. Ich bin ganz weit im Arsch. Hey. Ah, kacke, ich kann doch nicht vergiften, während es paralysiert ist. Bin ich dumm oder so? Mann, das macht keinen Damage. Wenn es angreift, bin ich tot. Oh Gott. Oh Gott. Ja! Was ist das für eine Folge? Ich hab gewonnen! Level 40. Was? Bitte, was war das? Wow, das war toll. Ah, wir wurden zusammengeschlagen. Das ist nicht toll. Wir verpissen uns. Wir hauen euch doch kaputt. Ja, verpisst euch. Und jetzt lasst mal andere in Ruhe. Ich weiß, ich frag mich, wie sie darüber Bescheid wussten. Danke, kein Problem. Das ist unser Job. Okay, Ebli, kommst du mit uns? Ja. Hey, Evoli. Pikachu, danke fürs Retten. Ist irgendwas? Du bist Rose, richtig? Ja. Und du bist nicht wirklich ein Pokémon, ne? Da könnte was dran sein. Dann erzähl mir, was du mit Günther, bevor du ein Pokémon geworden bist. Woher weißt du das? Jetzt glaub mir mal, ich bin Günther. Du bist Günther, du also auch. Ich weiß nicht, wie das zu uns beiden passiert ist. Ja, ach, ich auch nicht. Ey, Molly, Günther! Jetzt bewegt eure Ärsche! Okay. Hey, Rose. Ich glaub, wir müssen los. Ich will nicht nochmal gejagt werden. Okay. Alles klar, einfach nächster Tag. Dann würde ich mal sagen... Safe Game. Und das reicht für die jetzige Folge. Es war sehr merkwürdig, sehr spannend, sehr alles. Wenn ihr nichts verpassen wollt, schaltet auch bei der nächsten sehr merkwürdigen Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers wieder ein. Ciao.